34 Grad mittlerweile, 38 Grad bis zu soll es werden. Ich habe gerade die Fische gefüttert. Den Tank, den kann ich auch mal wieder sauber machen. Die Wände sind so grün, aber es kann eigentlich bei denen nicht schaden. So gut wie windstill und es ist wirklich warm. Besonders wenn man hier auf den Balkon rausgeht und wo sich dann die Hitze natürlich staut, wenn es genau von oben drauf knallt. Ja, Sonntag heute, noch 100 Tage bis zur Präsidentschaftswahl, die hier im Lande hoffentlich einiges ändern wird. Aber mal sehen, man weiß nie. Ja, Corona. Bestimmt immer natürlich noch den Tagesablauf von vielen. Viele Restaurants müssen schließen und zwar für immer. 60% ist eine Zahl, die jetzt genannt wurde. Vielleicht gibt es nochmal einen Stimulus-Check, aber man weiß es nicht. Ja, mal gucken, ob heute noch irgendwas geht. Den Antrag müssen wir noch fertig machen. Bitcoin ist wieder nach unten, aber es ist okay. Ethereum geht weiter nach oben. Ja, hier wächst und gedeiht alles. Auf dem Balkon. Ja, und die Tage werden schon wieder kürzer, drastisch. Ja, es wird immer später und es ist auch keine gute Idee, sonntags irgendwo hinzugehen, denn es ist überall überbevölkert. Ja. Diane ist immer noch im Garten beschäftigt, hat die Fische sauber gemacht und jetzt überlege ich, ob ich einen Kuchen will oder einen Smoothie oder irgendwas. Weiß ich noch nicht. So, hier drin ist langsam wärmer und es ist Zeit für eine kleine Abkühlung und zwar einen Pfirsich-Smoothie, den ich gerade im Schweiße meines Angesichts hergestellt habe. Aber der ist ziemlich gut geworden, glaube ich. Denn der hat die richtige Konsistenz. Und wird uns nice runterkühlen. Oh ja. So, mittlerweile ist es Abend geworden. Die gehen wir unterwegs Sonnenuntergang fotografieren. How was the sunset? Es war ein guter Sonnenuntergang, obwohl so viel Wolken gar nicht zu sehen war. Heute gibt es die große Pizza, die Diane sich ausgesucht hat. Aber das ist ja wirklich ein Riesenapparat. Mit Käse? Ein Käse auch noch für gefüllt, der Rand. Oh mein Gott. Also ich glaube nicht, dass wir die aufbekommen, aber mal sehen. Wir haben super Hunger, den ganzen Tag nichts gegessen. Es geht nice runter, aber das ist die wärmste Nacht der Woche. Es kühlt nur knapp unter 20 Grad, zwischen 19 und 20 Grad kühlt es noch runter. Ansonsten wird es ja 17, 16, heute 19. Das ist die schlechteste Pizza, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Also wenn man sich das anguckt, die ist noch nicht mal durchgebacken. Ja. Wenn man draufpackt, egal wo, da ist so viel Fett drin. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal richtiger Käse. Da ist nichts Knuspriges dran. Hier, nicht richtig durchgebacken, obwohl die weit länger gebacken wurde als angegeben. Die Zutaten, mindeste Qualität. Und der Geschmack, wie Pappe und Abfall. Furchtbar. Bäh. Bereits kurz nach 1 liegen wir gerade ins Bett und wir haben immer noch 25 Grad draußen. Das heißt, es fühlt sich auch noch nicht so kühl an. Ich habe leider festgestellt, dass die USCIS, also die Behörde, die dafür zuständig ist, meine Green Card zu verlängern oder auch nicht oder wie auch immer, dass die uns oder mir bereits einen Brief hätte zusenden müssen. Das ist natürlich schon wieder schlecht. Oh. Ja, Bitcoin Ethereum geht weiter ab. Ich mache weiter Geld beim Online-Pokern, aber nicht so viel, weil ich halt nicht so viel riskiere. Morgen müssen wir natürlich den Antrag weiter bearbeiten, denn es wird jetzt doch schneller oder eher fällig als gedacht. Morgen wird es wieder 1 Grad wärmer. 37, 38 Grad. Heute wurde es ja, glaube ich, nur 37. Der ein oder andere Motto musst du auch schon wieder erledigen. Oh Mann, das hört nicht auf, ey. We live for, we die for, we live.